Also ich werde jetzt versuchen, mich auch so präzise 20 Minuten und Patricia wirklich auch so abschneiden, wenn ich da zu lang bin. Ich möchte mit einer ganz simplen Feststellung hier einsteigen. Und sie war eigentlich der Beginn meines Interesses an dem ganzen Thema. Der Mensch kann nicht grasen. Beide Tiere, die können aus Gras Kräuter, Milch und Fleisch erzeugen. Und sie tun das seit 12.000 Jahren im Zusammenleben mit den Menschen und wurden zu einem Kulturgut, so wie Schlösser, Musikstücke, alte Ruinen. Wenn Sie in so eine Wiese reinschauen, dann sind dies grün. Wissen Sie, warum sie grün ist? Weil sie Photosynthese treibt und weil in diesen Blättern das häufigste Eiweiß der Welt existiert. Sie ist im Abstand die Struktur, die die Welt bedeckt, die am meisten Protein hat. Das häufigste Protein treibt, fixiert das CO2. Ich kann da nicht reinbeißen. Aber es gibt Tiere, die können das. Und sie machen daraus so fantastische Dinge wie den Alpkäse, den es dann zum Abbruch draußen gibt. Und die Menschheit hat vor 250 Jahren begonnen, diese Welt wirklich umzubauen. Und Sie sehen an dieser Grafik, dass die gelbe Linie, das ist das insgesamt weltweit von Tieren genutzte Land, das großteils nicht ackerfähig ist, enorm zugenommen hat, dass die Ackerflächen enorm zugenommen haben, dass der primäre Wald extrem geschrumpft ist, auch der sekundäre. Und diese rosa Fläche oben, die zeigt alle Wüsten und Eis- und Hitzewüsten, wo man sowieso nichts machen kann, und die Tundra. Und dann, dass es dann noch runtergeht, heißt, wir haben so ein bisschen zu dieser Verwüstung der Welt auch noch beigetragen durch Urbanisierung und Industrie. Wenn ich jetzt von dieser großen Welt rede, vielleicht kriege ich dieses blöde Licht dort vorne auch noch weg. Aber da ist aber kein Knopf für dafür. Genau. Und jetzt schauen Sie mit mir in diese unendliche Weite der kasachischen Steppe und sehen am Horizont einen Streifen einer Schafherde mit einem Hirten. Dort gibt es nichts anderes zu essen. Und in vielen Teilen der Welt hängen ganze Kulturen daran, Lebensräume zu nutzen, indem es keine Alternative zu dieser Art der Landnutzung gibt. Ein paar Zahlen. Wenn Sie also Antarktis und Sahara wegnehmen und Grönland, dann haben wir ungefähr 100 Millionen Quadratkilometer auf dieser Welt, wo irgendetwas wächst. Und 47 Millionen Quadratkilometer, also fast die Hälfte, werden heute beweidet. 28 Millionen davon intensiv und ganz bewusst und 20 einfach so, irgendwo, wo man auch beweiden kann. Nur von diesen intensiven Weidegründen könnte man allenfalls 11 Millionen in Ackerland verwandeln. Das wäre ungefähr ein Viertel. Also zu merken, grob die Hälfte der Welt, wo überhaupt was wächst, wird heute durch Weidetiere genutzt. Das sind für uns Gegenden, die oft weit weg sind. Wir denken da immer an unsere Mästereien, an unsere giftgrüne Landschaft vor der Haustüre. Aber vergessen Sie nicht, diese weite Welt, die besteht einfach nicht nur aus der giftgrünen Schweiz. Das empfindet man immer, wenn man zurückkommt, wie spinatig unsere Welt ist. Ein paar Zahlen. Wie hoch sind weltweit alle Produkte, die man vom Acker holt? Diese Zahl Gigatonnen, ich habe sie unten erklärt, das sind Milliarden Tonnen, muss uns nicht kümmern, es geht um die Größenordnungen. 6,4 Gigatonnen holt der Mensch heute vom Acker. Und davon holt er die Hälfte nur dazu, um Tiere zu füttern. 28% kommen direkt zu uns, 11% werden schon am Acker verloren, 10% braucht die Industrie, da gehört auch Baumwolle zum Beispiel dazu, und 3% braucht man für Saatgut. Und daneben gibt es umgerechnet, und das ist eine grobe Zahl nur,
3,9 Gigatonnen globales Weidefutter und da ist nicht so viel Protein drin, das müsste man runterrechnen. Wenn man das Äquivalent vom Acker holen wollte, dann gäbe das nur 2,6. Aber die Größenordnungen sind ungefähr so, dass wir oben 47% von 6,4 und unten diese 2,6, das ist grob 1:1, was wir also an Menge vom Acker holen und was wir von den Weiden der Welt holen. Das ist jetzt ein kleiner Ausflug ins Wissenschaftsgebiet von mir. Es ist noch was Witziges. Wenn Sie jetzt von jedem hier im Raum ein Haar nehmen und dasselbe machen Sie mit einem Ami und einem Schweden und Sie stecken dieses Haar in ein Massenspektrometer, dann können Sie nachweisen, zu wie viel Prozent Sie in Ihrer Nahrung sich von Mais, Zuckerrohr und Hirse ernähren. Also ich habe die anderen auch genannt, aber Mais, weil die unterscheiden sich in ihrem Kohlenstoff so, das muss ich jetzt hier nicht ausbreiten. Glauben Sie mir, das kann man am Kohlenstoffatom feststellen. Und jetzt nehmen Sie gerade diese Zahlen da in der kleinen Tabelle. 70% dessen, was ein Amerikaner in seinem Haar oder in seinen Knochen, in seinem Mund, in seiner Haut hat, kommt vom Mais. Essen die nur Polenta? Natürlich futtern die keinen Polenta. Das sind sämtliche Produkte, die über den Mais in die Nahrungskette hineinkommen. Sie können sich die Länder anschauen, also Brasilien ist da extrem, natürlich, weil da kommt das Zuckerrohr noch dazu. Und jetzt eine kleine Kuriosität, die, wenn Sie die Zahlen sehen, plötzlich spüren Sie, ah, das ist doch einfach keine Nebensächlichkeit. Ich rede plötzlich über Haustiere. Und ich zitiere eine Publikation aus diesem Jahr, ganz neu, sie ist nur über die Haustiere in Amerika, die verzehren 33% aller Tierprodukte, Katzen und Hunde, in einem Jahr. Diese Produktmenge müsste ohne Hunde und Katzen zerstört werden, weil das ist genau der Teil, also zum Großteil, nicht nur, aber zum Großteil, der Teil, der sich einfach von den Tierprodukten nicht verkaufen lässt. Oder, wenn man dann den Weg geht, keine Tierprodukte mehr, wie wir vorhin gehört haben, dann müsste man extra für diese Viecher dieses Futter erzeugen, weil sie werden auch einen Hund nicht zum Grasen bringen. Und Haustiere haben eine enorme emotionale und soziale Bedeutung in einer immer mehr urbanisierten Welt, das muss ich nicht erzählen. Von der Menge her könnte man mit nur einem Viertel weniger von diesen Tieren rein rechnerisch den Fleischkonsum von 30 Millionen Amerikanern decken. Ich habe das jetzt nur eingeflochten, ich werde das nicht weiterentwickeln, einfach um zu zeigen, da gibt es Dimensionen, da mögen wir drüber lachen. Aber die sind von den Mengen und von den Flächen, die betroffen sind, immens. Ich kann es einfach nicht als Lächerlichkeit abtun. Weltweit sind 2/3 der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche nicht ackerfähig. 2/3. Dieses Land kann nicht direkt für die menschliche Ernährung genutzt werden. Wir können das Land auf die Seite schieben und sagen, forget it, oder wir machen irgendetwas Vernünftiges damit. Denn, und das ist vielleicht noch eine Anknüpfung an die Frage zum Boden, Bodenqualität ist das Kapital der Menschheit. Und die Landwirtschaft kann das recht machen oder sie kann das schlecht machen. Wir können also den Bodenschutz gar nicht hoch genug einstellen. Es ist eine zentrale Aufgabe, das Land so zu nutzen, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten wird. Und vielleicht nur so, also auch so einen Truismus, wie wir vorhin einige von Philosophen hörten. Boden kann man nur einmal verlieren. Denn der Boden, der braucht Jahrtausende zum Entstehen. Wenn der weg erodiert oder zerstört ist, ist einfach weg. Sie können nicht beschließen, morgen wollen wir ihn wieder. Eine ganz einfache Rechnung aus dem, was ich bis jetzt erzählt habe. Vom verfütterten Nahrungsmittelprotein landet höchstens 1/5 auf unserem Teller. Höchstens. Meistens ist es nur 1/10. Wenn wir keine Lebensmittel mehr an Tiere verfüttern würden, dann könnten wir, das hat Florian Leiber schon gezeigt, locker die doppelte Menschheit ernähren. In weiten Teilen der Welt gibt es aber keine Alternative zur Nahrung aus Weidetieren. Tierische Produkte kann man erzeugen ohne Hightech. Sie buffern enorm saisonale Schwankungen. Was Sie da jetzt hören aus Afrika in der Dürre, da ist nichts mehr da, außer ein paar Dürre, Kühe und
Geißen, die noch herum sind. Das ist also. Aber fette Springböcke und Oryx. Springböcke gibt es auch noch, ja. Und schließlich ist es Teil von Kultur. Also, wir haben diese Länder, dieses zwei Drittel der Welt, die können wir nicht abschaffen. Wie viel tierische und pflanzliche Produkte kann die schweizerische Landwirtschaft ökologisch nachhaltig produzieren? Da muss man zuerst diesen Produktionsweg definieren. Ich knüpfe jetzt auch an, was wir vorhin schon hörten. Eine solche Produktion, die schließt aus, dass man an Nutztiere Lebensmittel verfüttert. Außer diese Fruchtfolgedinge. Das ist durchgerechnet worden, das wiederhole ich jetzt nicht. Wir kommen da auf 12 Kilogramm heute, das wäre wöchentlich ein Viertel Kilo Fleisch zum Beispiel, 25 Kilo Milch weltweit. Und das ist auf die Schweiz, wo wir heute mit 75 Kilo und 380 Kilo Milch dastehen, schwierig umzusetzen. Also diese Landschaft, die wir da so nutzen in den Jura oder sonst irgendwo, da gibt es einfach keine Alternative dazu. Die Ackerflächen, die sind da konzentriert auf die Kantone Bern, Waadt und Zürich und Aargau vielleicht noch ein bisschen, dann wird es bald dünn. Wir haben nur 4000 Quadratkilometer im Land, allenfalls könnte man noch auf 4800 draufkommen, wenn man also ein bisschen da Weideland wieder zurückholt. Die Zahlen scheinen mir nun für die Schweiz wichtig. Ich habe Ihnen hier aufgelistet, die Flächen, die in der Schweiz insgesamt für Wiesen und Weiden zur Verfügung stehen. Das sind 13.000 Quadratkilometer gegenüber der Ackerfläche von 4.000. Wir haben also ein Verhältnis von 3/4 Grünland und 1/4 Acker. Das gibt 17.000, das ist 41% der Landesfläche. Der Rest ist überhaupt nicht landwirtschaftlich intensiv oder auch nicht extensiv nutzbar. Und das Verrückte ist, heute wird die Hälfte des Ackerlandes für Futtermittel gebraucht und davon 70%, was dort angebaut wird, geht in Tiere, obwohl wir schiffsladungenweise aus der ganzen Welt auch noch Tierfutter ins Land karren. Wo kämen wir hin, wenn wir wirklich dieses Modell, das uns Florian Leiber vorgestellt hat, anwenden würden? Der Schweinebestand würde sich auf 30-40% reduzieren, warum nicht auf null? Weil halt die Molke ein super Schweinefutter ist. Mit Abfällen zusammen geht das in diese Richtung. Legehennen würden sich auf 10-15% reduzieren, Mastpoulet auf null, weil die kann man nur mit Lebensmittel ziehen. Interessanterweise, Rindvieh und Schafe blieben etwa gleich. Wir haben ja diese riesen Grünlandflächen, die wir nicht anders nutzen können. Der Verzicht auf Futter vom Acker, der muss ein bisschen dann durch Zunahme von Dauergrünland erhöht werden. Die Schweiz würde in so einem Szenario bei 10 Millionen Einwohnern im Jahr 2050 ungefähr 15 Kilogramm Fleisch pro Person und 300 Kilogramm Milch pro Jahr haben. Auf einen Erwachsenen umgerechnet ist das ungefähr 300 bis 400 Gramm, ein bisschen höher als da vorhin genannt wurde, Gramm Fleisch. Als ich die Zahl las, dachte ich mir, als ich ein Kind war, da habe ich ein-, zweimal in der Woche Fleisch gegessen, ich glaube, ich habe nie mehr, es ist mir nicht bewusst geworden, ich habe rückwärts gerechnet. Was war ungefähr das, was wir gegessen haben? Aber ein Ei, das höchstwertige Nahrungsmittel, das es überhaupt gibt, weil aus dem Inhalt von seinem Ei können Sie einen kompletten Organismus mit allem, Hirn und Zehen und Haut und Federn und alles machen. In dem Ei ist alles drin. Das würde wieder ein kostbares Produkt werden, das man nicht einfach so als Massenware billig auf den Markt schleudert unter grauenhaften Produktionsbedingungen. Es würde wieder den Stellenwert bekommen, den es einst hatte. Die Trennung von Tierhaltung und Ackerbau ist einfach schlecht. Man unterbricht den Nährstoffkreislauf und die Fruchtfolge mit Zwischenfrucht für Tiere und Bodenverbesserung ist einfach ein zentraler Punkt in einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und zum Schluss möchte ich Ihnen jetzt, ich habe da ja noch ein paar Minuten, wie viel habe ich noch? Sieben. Sieben. Möchte ich Ihnen ein Projekt, wo wir uns selbst mit einer kleinen Gruppe engagiert haben, vorstellen. Das betrifft die Verbuschung in den schweizerischen Zentralalpen. Der Mensch aus sozioökonomischen Gründen zieht sich aus diesem Grünland, das nur mit schwerem körperlichen Aufwand offen haltbar ist, zurück. Vor 1000 Jahren, als die Walser zum Beispiel da in die Innerschweiz zogen, in die Bergtäler, wurde das Tal Tabula Rasa entwaldet, um den langen Winter abgeschlossen von der Zivilisation mit Käse und Milch zu überleben und mit Fleisch. Und jetzt innerhalb von 30 Jahren sind riesige Flächen, schauen heute so aus. Und das hat zur Folge, nicht nur, dass man dort nicht mehr wandern kann, auch mit einer Machete nicht,
dass wir potenzielle Nahrungsquellen verloren haben, dass dieser Busch, das werde ich gleich noch unterstreichen, Stickstoff in die Landschaft pumpt, von dem haben wir schon vorhin gehört, weil er mit Stickstoff fixierenden Bakterien lebt. Er verhindert, dass der Bergwald, der dort ursprünglich war, wieder zurückkommt, weil der in diesem fetten Substrat keine Chance hat, und dieser Busch liefert uns keinerlei Lawinenschutz. Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben wir massiv an Grünland im Gebirge verloren. Das ist allein von 1994 bis jetzt hin das 32%, um die dieser Busch zugenommen hat. Meistens sind das Grünerlen, die fixieren mit Bakterien Stickstoff. Wir haben einige Publikationen aus unserer Gruppe dazu. Das rinnt dann in die Flüsse, wir haben dann Nitrat im Grundwasser und dieser Busch verbraucht fast ein Viertel mehr Wasser, das heißt, es rinnt ein Viertel weniger runter im Wasserschloss Schweiz, das ist Strom, das ist Geld. Das ist in der ganzen Diskussion um das Offenhalten des alpinen Grünlandes nie ein Thema gewesen, bevor wir das nicht auf den Tisch gelegt haben. Wir haben draußen eine Broschüre aufgelegt zu diesem Projekt, ein Factsheet der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften. Dieser Busch bietet keinen dauerhaften Erosionsschutz und er blockiert die Rückkehr des Bergwaldes. Wie kann man das verhindern, wenn man es will? Es gibt eine ganz selten gewesene Schafrasse, die jetzt dank von Züchtern wieder respektable Herdengrößen anbieten kann. Das Engadiner Schaf war fast weg. Das trägt noch sehr archaische Merkmale, also so frühe Merkmale, bevor die Tiere von Menschen dann immer weiter gezüchtet worden sind. Und das hat einen Tick, ähnlich wie die Geißen. Das liebt Rinde, das schält. Und mit diesem Trick lässt sich dieser Busch bekämpfen, das Land wieder aufmachen. Wir sagen, das ist nun ein schönes Beispiel, wie man das Bergland wieder zurückgewinnen kann, das wir schon verloren haben, eine seltene Nutztierrasse fördert, ein Bio zum Quadratprodukt erzeugt, weil dieses Schaf hat nichts anderes gefressen als bunte Blütenwiesen und Gräser und Erlenrinde und Blätter. Und es ist erst noch robust und weniger fett, es braucht keine Medikamente, es kommt gesund vom Berg zurück. Und ich finde, also wir sollten unsere Augen nicht davor verschließen, dass also Nutztiere ihren Stellenwert besitzen in einer Landschaft, die zu einem ganz, ganz großen Teil gar nicht anders nutzbar ist als über diese Tiere. Damit Sie da ein bisschen ein Gespür davon bekommen, wird unser Apero da draußen sich primär an solchen Produkten orientieren, die Sie dann nachher genießen können. Ich darf zusammenfassen. Die Nutzung von nicht ackerfähigem Land durch Weidetiere ist potenziell in hohem Maße nachhaltig und unter Anführungszeichen biologisch. Viel biologischer geht es gar nicht. Und sie hält das Land offen. Das ist ja der Mensch. Unsere Evolution begann mit dem Aufmachen vom Land. Die Savanne ist Menschenprodukt. Man wollte sehen und gesehen werden und man wollte Jagdgründe haben. Man wollte offenes Land. Es gibt psychologische Tests, dass der Mensch bei Befragungen immer eine Mischung aus Baum und offenem Land sucht. Wir sind also in unserer ganzen Evolution dieses offene Land gewohnt. Die Verfütterung von Nahrungsmitteln ist in Anbetracht des wachsenden Nahrungsbedarfs einfach unverantwortlich. Die Art, das wollte ich heute eigentlich, das ist mir so wichtig, dass das begriffen wird, die Art, wie wir uns ernähren, hat direkten Einfluss auf die Ökosysteme der Erde. Also unser Verhalten als Konsument beeinflusst, wie diese Welt aussieht. Und eine ökologisch nachhaltige Form des Ackerbaus und Tierhaltung, die ergänzen sich und gehören zusammen. Und also mein Schlusswort ist, wir sollten das Kind oder das Nutztier nicht mit dem Bad ausschütten. Und ich schließe mich sehr, sehr an dem Votum der Vorredner, dass weniger mehr ist, und die Jugend hat natürlich das Privileg, auch das extrem durchzuexerzieren, wie uns der Philosoph das gezeigt hat. Das finde ich toll, weil es ist das Ferment in der Diskussion, das uns, wie er das schön gezeigt hat, man redet drüber, über das Halbbatzige würde man nicht reden. Aber letztlich, wenn wir pragmatisch sind, für 10 Milliarden Menschen wird das kein Rezept sein. Aber das sind die Vorkämpfer, die wir brauchen, die uns da schieben, in die Richtung zu denken. Wir müssen Modelle finden, die mehrheitsfähig sind in einer Welt, der wir nicht unsere Vorstellungen aufzwingen können und die wahrscheinlich nicht zu dem Personenkreis gehört, der heute hierher gekommen ist, der sich an Bildung orientiert und mit dem
ernsthaft, akademisch, wissenschaftlich, auch philosophisch auseinandersetzen. Danke Ihnen fürs Zuhören.